Hanserik läuft mit schnellen Schritten hinter dem Pferd des Bischofs her. Das Pferd trägt auf den steilen Wegen das Gepäck. Das Geschenk für den Papst, das Bischofsgewand von Corbinian. Etwas Proviant für alle. Anna fegt in ihrer kleinen Gästeherberge die Stube aus. Der Kamin ist schon angeheizt und die Suppe steht in einem großen Kessel auf dem Feuer. Für den Abend erwartet sie eine kleine Reisegruppe, die den Pass überquert hat und sicher ausgehungert sein wird. Ach ja, denkt Anna und schaut aus dem Fenster. Da, sie kommen schon. Sie sieht ein Pferd, einige Männer und darunter wahrscheinlich ein edler Herr. Da klopft es auch schon. Wir fragen um Herberge für eine Nacht. Bischof Corbinian und einige seiner Männer wollen die Nacht hier verbringen. Bitte, sagt Anna, seid willkommen. In der Kammer und im Stall sollte Platz für euch sein. Die Männer betreten die Stube und wärmen sich erst einmal am knisternden Feuer des Kamins auf. Während die anderen sich ausruhen können, geht für Anserik die Arbeit jetzt eigentlich erst los. Er verstaut das Gepäck im Trockenen. Aber das Wichtigste ist das Pferd. Er gibt ihm zu trinken und frisches Heu. Liebevoll streichelt er ihm über das Fell und freut sich am warmen Atem des Pferdes, der ihm nach dem kalten, nassen Weg so gut tut. Nachdem alles aufgeräumt ist, geht auch er in die Herberge zurück. Endlich ausruhen, endlich schlafen. Anserik erwacht durch lautes Geschrei. Was ist da los? Er springt auf und rennt hinaus. Er sieht Anna und das Pferd. Es liegt regungslos am Boden und hoch aufgerichtet darüber steht ein riesiger brauner Bär. Der Bär hat das Pferd getötet. Tränen füllen die Augen von Anserik und alles kommt gleichzeitig in seine Gedanken. Warum hat der Bär das Pferd angefallen? War es nicht gut versorgt? Wer soll jetzt das Gepäck tragen? Was wird der Bischof sagen? In diesem Moment tritt Bischof Corbinian hinter ihn, legt die Hand auf seine Schulter und sagt: Anserik, hol Peitsche, Riemen und Sattel. Wie ferngesteuert läuft er los und holt alles aus der Sattelkammer. Er ist so traurig, dass er sich gar nicht fragt, warum er das tun soll. Corbinian spricht ruhig, aber bestimmt zu ihm. Anserik, nimm den Bären in Besitz. Wenn er unser Pferd tötet, soll ab jetzt er unser Gepäck tragen. Der Bär knurrt, als hätte er den Befehl verstanden. Anserik geht mutig auf den Bären zu und schaut ihm entschlossen in die Augen. Der Bär schaut auf das Pferd. Er schaut zu Anserik, er schaut zu Corbinian. Und plötzlich wird das wilde Tier ganz ruhig. Er stellt sich auf alle vier Pfoten. Da wirft Anserik den Sattel auf seinen Rücken, führt den Bären zur Herberge und lädt ihm schließlich alles Gepäck auf. Jetzt trägt der Bär ihr Gepäck, den ganzen weiten Weg bis nach Rom. Dort, so hat Corbinian versprochen, werden sie den Bären wieder freilassen. Anserik denkt bei sich, genau so behandelt Corbinian auch die Menschen. Er strahlt Ruhe und Bestimmtheit aus. Er hat so einen starken Geist, dass keiner anders kann, als ihm zu folgen. Ob wir im Bischof Corbinian wohl die Macht Gottes spüren?